Willkommen, liebes Bowling-Universum, zum zweiten Part vom Gaudi-Turnier 2020 von der Hollywood Bowling aus München. Das ist ganz klar, vom 25.02.2020. Jawohl. Ja, das erste Spiel, Schlitzauge, glaube ich, 232 gespielt. Steffi 177 und Coach Fritz 176, genau so war's. So, und Schlitzauge hat einen Ballwechsel vollzogen. Er ist wieder auf den Physik zurückgegangen. Und jawohl, er tat gut daran, dass er den für sich gewählt hat. Davor mit dem High Road Nano im ersten Spiel. Den Physik hatte nur zum den Fill Shot hergenommen. Und da hat er gemerkt, okay, es geht. Da geht einiges. Da geht einiges nice. So, aber Coach Fritz, wo ist Coach Fritz? Wir wissen es nicht ganz genau. Also wir waren auf jeden Fall auf Toilette. Und wir haben, glaube ich, schon etwas länger gewartet auf ihn. Und das kann er eigentlich nicht sein. So. Eine kleine Tanzanlage von Steffi natürlich, wie gesagt, Gaudi-Turnier 2020. Da sind alle glücklich, da sind alle froh. Nur Schlitzauge scheint etwas verbissen zu sein. Wo ist Coach Fritz? Das kann es nicht sein. Denn, wie gesagt, er möchte natürlich das... Er möchte nicht so lange warten. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Und es hat sich herausgestellt, ja, als er von der Toilette zurückkam, hat er den Horst getroffen und mit ihm etwas gequatscht. Und ja, da... Das passt dem Schlitzauge natürlich nicht so gut, denn wie gesagt, er möchte sich auf das Spiel konzentrieren. Er möchte nicht rauskommen aus seiner Spielphase. Und jetzt hat er ihn entdeckt, genau. Jetzt hat er rastet aus. Nein, natürlich nicht. Also auch 1920, nur drei Tage später gab es natürlich den Skandal auf der 19 und 20, wir wissen es. Aber da habe ich im letzten Part, glaube ich, schon genug darüber erzählt. Ich glaube, da brauche ich mal nicht mehr drauf eingehen, was letztes Mal passiert ist auf der 1920. Naja. Abgehakt. So, Coach Fritz wird jetzt geholt. So, Steffi möchte natürlich auch endlich werfen, aber natürlich kommt erst Coach Fritz an die Reihe. So, jetzt ist er da. Mein Gott, da kommt er. Da kommt er, mein Gott. Und er grinst. Da grinst er, mein Gott. Genau. Und, ja, was kann ich noch erzählen? Ja, gestern, nee, also zurück zum Freitag vom 28.2. genau. Da waren ja erstmal Riggs und Schlitzauge da, um den Aloha Kong Pearl das Video zu drehen für den Profi-Shop. Und da gab es eine Frage, wo bleibt denn der Phase 3, den Schlitzauge bestellt hat? Seit 7 Wochen wartet er nämlich auf diesen Ball. Am 10. Januar hat er gesagt, er möchte diesen gerne haben. Aber er wurde immer vertröstet und jetzt hat sich herausgestellt, der Ball ist irgendwie nicht lieferbar. Obwohl es jedes Mal hieß, ja, er ist schon unterwegs und so weiter. Er müsste jetzt halt jeden Tag eintreffen und jetzt ist er doch nicht lieferbar auf jeden Fall. Deswegen hat Schlitzauge den Phase 3 jetzt halt erstmal beim Profishop storniert. Und hat gesagt, er möchte lieber dafür den Astrophysics haben. Ich hoffe, dass dieser Ball schneller kommt. Ja, wie dem auch sei. So, Open Frame für... Coach Fritz, man hat es hier gesehen, leider nur ein 8er Anwurf und dann hat er, glaube ich, nur den 4er-Ping getroffen und die 7 ist stehen geblieben, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, Steffi, wirklich ein gutes Spiel hingelegt im ersten. 177, 6 Strikes hat sie dabei erzielen können. Aber ich sehe, Coach Fritz hatte zwar nur 176 mit 7 Strikes, ja, nicht schlecht. Aber wie gesagt, sie müssen sich natürlich noch anstrengen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Ich glaube sogar, es gibt hier einen 300er in diesem Spiel, also nicht von uns leider, jetzt nicht mehr möglich. Obwohl natürlich, doch Schlitzauge könnte es noch schaffen, aber jetzt habe ich leider schon verraten, dass das nicht ist derjenige, der die 300 spielt. Naja, zurück zur Geschichte mit dem Phase 3 und Steffi mit dem Strike, jawohl, auch ein guter Start. Also Schlitzauge und Steffi, nee, Entschuldigung, Steffi hat den ersten Ball in den Gatter gesetzt, sehe ich hier gerade, aber zumindest konnte sie den Spare machen. Also die 290 sind noch möglich. Das brauchen wir nicht diskutieren. So, genau, Phase 3, nee, erstmal den Wurf von Schlitzauge. Mit dem Physics, mit dem natürlich die 300 gespielt hat vom 23.01. Oh oh, leider etwas zu leicht geworfen. Aber... Deswegen bleibt die 3 und die 6 stehen. Also jetzt hat... Wir sehen es ja, kann er die 300 eh nicht mehr schaffen. Ich habe es ja gerade schon vorweggenommen, dass er es nicht geschafft hat in diesem Spiel. Vielleicht ja danach noch im 3. oder 4. Und ja, kleiner Hüpfer, Sean Maldonado. Kennen die Maldonado schon fast. Aber zumindest kein Open Frame. Nicht so wie im ersten Spiel.
Da hat er den 6 und den 10er stehen gelassen. So, jetzt dazu den Phase 3. Den hat er storniert beim Profi-Shop am 28.02. Und Gerden hat sich gefragt, ja, wo kriege ich jetzt den Phase 3 schneller her? Eigentlich wollte er ihn bei meinemprofishop.de bestellen. Aber da war er jetzt auch ausverkauft. Im 15, also im 14 gibt es den noch. Und ja, dann hat er gesagt, was mache ich nun? Dann ist er auf Ricardos Pro Shop gegangen, wir wissen es. Da hat er den Phase 2 bereits gekauft. Im November 2018, mit dem hat er sein erstes 300er Spiel gemacht. Und den Ball wollte er eigentlich damals reklamieren. Aber wie gesagt, die Geschichte möchte ich jetzt ja nicht nochmal aufwärmen. Also er hat schlechte Erfahrungen eigentlich gemacht mit Ricardos Pro Shop. Da wollte er eigentlich nie wieder was bestellen, aber jetzt hat er es doch wieder getan. Gestern hat er den letzten Phase 3 in 15 bestellt. Da nun 189 Euro, ein wirkliches Schnäppchen. Ich hoffe, dass diesmal alles gut verlaufen wird. Denn mit dem Phase 2 gab es einige Probleme. Und ja, ich bin gespannt, wann dieser ankommen wird. Das heißt, im Laufe dieser Woche sollte er mit der UPS geliefert werden. Und war das ein Strike von Steffi? Ich bin mir nicht sicher. Oder steht noch hinten eine Schwiegermutter? Ja, tatsächlich. Leider sind drei Pins stehen geblieben. Genau, also den Phase 3 vom Ricardos Pro Shop wurde geordert. Ja, wenn es jetzt wieder besser laufen sollte, wie gesagt, Ricardos Pro Shop hat schon gute Preise. Da kann man nicht meckern. Da kostet der Physics auch nur 198 anstatt 249. Na gut, mal schauen. Also der Astro Physics soll es ja diesmal sein vom Profi Shop. Also ich werde ihn nochmal fragen, ob er ihn vielleicht schon bestellt hat oder nicht. Wenn er noch nicht bestellt hat, vielleicht kaufe ich ihn dann doch bei Ricardo. Mal abwarten, wie die Bestellung verlaufen wird. Und dann soll der Herr, der gnädige Herr vom Profi-Shop, vielleicht doch den Omega Crux bestellen. Denn da kostet er 249 und beim Ricardo gibt es diesen gar nicht. Also den hat er nicht im Sortiment. Und ein Brooklyn Strike und das erschimpft. Ich glaube, Horst ist jetzt mit auf die Bahn gekommen und hat dann mit der Kamerafrau sich unterhalten und das hat hier Schlitzauge abgelenkt. Dennoch, glücklicher Strike für ihn. Brooklyn und dann ein neuner Anwurf. Genau. Ja, jetzt Coach Fritz an der Reihe. Also das letzte Spiel war nicht schlecht mit 176, mit 7 Strikes, da kann man nicht meckern. Jetzt hat er leichte Schwierigkeiten. Oh oh, auch dieser scheint nicht optimal zu kommen. Nein, er nimmt nur eine Handvoll Pins mit, wenn überhaupt. Das geht dann nicht, das sehe. Ja, was kann ich noch berichten? An diesem Tag vom 25.02. Da hat, also wie ich hatte ja letztes Mal schon angesprochen, dass Schlitzauge in dieser Woche Urlaub hatte. Also heute ist der letzte Urlaubstag, kann ich mal sagen. Heute ist der 1. März 2020, an dem ich dieses Video kommentiere. Und am 25.02. in der Früh musste er schon ziemlich früh raufstehen, denn in seinem Urlaub musste er noch, er musste sowieso nach München fahren und deswegen hat er die Teilnahme an dem Erste-Hilfe-Kurs nicht abgesagt. Deswegen ist er hingefahren, war relativ in der Nähe von dem Hollywood Bowling. Das ging Gott sei Dank offiziell von 8 bis 16 Uhr, allerdings so um 1 Uhr rum, kurz vor 1 glaube ich, durften die Teilnehmer schon den Kurs beenden und nach Hause fahren, in Anführungsstrichen. Aber Schlitzauge ist erstmal zum Kubi gefahren. Und ein wunderbarer Strike von Steffi. Zum Kubi ist er wieder gefahren und Erjan hat zum zweiten Mal hintereinander wieder die Schere geschwungen. Der Mehmet im Moment nicht da, aus familiären Gründen. Leider im Moment. Da ist einem was passiert, das möchte ich natürlich jetzt nicht ansprechen. Ja, wie gesagt, verbleiben wir so. Jetzt hat erstmal Schlitzauge wieder da. Genau, man sieht es hier, die Frisur. Erjan hat sie geschnitten. Schön kahl rasiert wieder. Alles schon glatt wie ein Babypopo. Und jawohl, noch ein Strike. Oder? Ist das ein Strike? Ich glaube ja. Aber er scheint nicht zufrieden zu sein. Ich weiß nicht, welcher Ball das war. War das der Hyrule X? Aber es war auf jeden Fall nicht mehr der Physics. Also den hat er wieder beiseite gelegt. Also seit dem 300er Spiel läuft es nicht mehr so mit dem Physics. Auch einen Tag vor diesem Video, also am 23., nee, am 24.04., nachdem sie auf der Dreamball waren, da gibt es natürlich auch noch Videos dazu, obwohl eigentlich braucht man die nicht wirklich hochladen oder veröffentlichen, denn ja, irgendwann mal, es war nichts Gutes, ich kann es schon mal vorwegnehmen.
Da hatte Schlitzauge die Idee, den Ball auf 2000 Grit runterzuschleifen, von 3000 auf 2000 mit dem Schleifpad natürlich, den er sich mal geholt hat. Und da sollte es eigentlich, dachte ich, oder ich bin mir nicht ganz sicher, dass wenn man sie runterpoliert, runterschleift auf 2000 oder so, dass die halt dann früher, also wieder schneller anziehen, also den größeren Haken machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also früher reinzieht, also Haken, ich glaube, hat damit nichts zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ich bin da kein Experte. Da kann ich leider nicht richtig mitreden. Ich glaube, Kurt Fritz hat einen Strike gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Und an diesem Tag, am 25.02., hat Bayern München in Chelsea gespielt, also in London natürlich, gegen Chelsea. Da war Robert Lewandowski noch fit und dann haben sie schon mal einen wichtigen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht, denn sie haben 3-0 auswärts gewonnen gegen eben den FC Chelsea, die damals natürlich das Finale der Home gewonnen haben, gegen Bayern München am 19. Mai 2012, also das sind schon fast wieder 8 Jahre her, aber das vergisst man natürlich nicht. Klar, das ist keine Revanche, ein 3-0 in Chelsea, und ich schätze mal, dass sie das Rückspiel dann auch wieder gewinnen werden, wenn die Bayern sind im Moment ganz gut drauf, obwohl sie letzte Woche Freitag, also gegen Paderborn, gerade noch einen 3-2-Sieg eingefahren haben. Aber gestern 6-0 gegen Hoffenheim, wir wissen es, auch ein Skandalspiel. Und der nächste Open Frame für Schlitzauge. Das hätte ich nicht gedacht. Das geht auf keine Kuhhaut. Und Physics weg mit dem Scheiß, genau. Ja, nämlich glaube ich für den letzten Wurf wieder hergenommen. Ja, also Bayern München so gut wie im Viertelfinale der Champions League. Ja, Lewandowski war verletzt, aber gestern Zirkzee und Gnabry und natürlich da Davies mit einer Wahnsinnsleistung. Continuo hat zwar 2 Tore geschossen, war aber, fand ich jetzt nicht so stark. Naja, wie dem auch sei, ein Skandalspiel, das wissen wir ganz genau. Das wird in Erinnerung bleiben, dieses Spiel, als das Spiel fast abgebrochen wurde. Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder im Bowling. Hot Fritz mit einem... Nee, keinen Spare. Ich glaube, ein Pin ist stehen geblieben, der Zweier, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, wie viele Minuten haben wir jetzt noch auf der Uhr? Oh ja, es gibt noch einiges zu erzählen. Denn nach dem Skandal vom Freitag, wie gesagt, hatte ich ja angesprochen. Ja, Schlitzauge. Also am Freitag haben wir nur 4 Spiele gespielt, wie gesagt. Da mussten wir wieder runter von der Anlage. Und deswegen war Riggs natürlich nicht begeistert. Allerdings Steffi ist begeistert. 1 Strike nach einem 8. Anwurf. Die 6 und die 10 sind zwar stehen geblieben, aber wir wissen es, das reicht für den Strike heute an diesem Tag. So, der Stuhl knarrt etwas, aber ich hoffe, man hört es nicht ganz so laut. Ja, also Schlitzauge hat sich dann heute nochmal auf die Hollywood Bowling gewagt, denn er war ganz heiß drauf, wieder mal zu spielen. Denn letzte Woche, also an dem Urlaub, war er nur auf der Green Ball und dann gab es halt dieses Turnier hier, ein paar Spiele gespielt, aber das reicht ihm nicht. So, Ballwechsel auf den Crooks Prime. Strike mit dem 9 Anwurf. Aber er ist nicht begeistert, man sieht es hier. Er schnauft nochmal durch. Ganz anders heute, denn heute, ganz vor einer Stunde, ist er erst wieder zurückgekommen. Von der Hollywood Bowling, gerade frisch geduscht, versteht sich. Und ein bisschen was gegessen. Kartoffeln mit Spinat. Okay. Hat er heute eine 12er-Serie gespielt. Die wollten sie eigentlich letzten Freitag auch schon machen, aber da wollen sie natürlich nach 4 spielen. Rausgebeten, beziehungsweise das Spiel wurde beendet. Aber das Thema, das möchte ich jetzt nicht nochmal weiter vertiefen. Jetzt geht's um den heutigen Tag, denn heute Schlitzauge am 1.3.2020 hat er fast wieder 300 gespielt. Ja, aber erstmal der Reihe nach. Das erste Spiel 207, 213, dann leider das schlechteste Spiel an dem Tag, 172. Und im 4. Spiel, jetzt kommt's. Da 10 Strikes in Folge, die ersten 10. Und beim 11. ist die 7 stehen geblieben. Und die Halle, man hat so ein Raunen gehört durch die Halle. Da haben viele zugeschaut. Ich selbst habe mich natürlich konzentriert und habe mich jetzt gar nicht so drauf eingelassen, auf die ganzen Blicke. Ja, wie dem auch sei, leider ist der 7 noch stehen geblieben. Und dann konnte ich den zwar noch räumen, 289 in dem Fall für Schlitzauge nach einem wirklich guten Spiel. Mit dem Face Tu natürlich. Da hat er erst, glaube ich, angefangen mit dem Halo Pearl. Oh, ein schöner Ball mit dem Crooks Prime, der heute zu Hause geblieben ist. Und man sieht hier, er ist schon lockerer geworden nach einem schönen Ball.
Genau, also Crooks, nee, Halo Pearl hat er gehabt und dann hat er, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, erst ab diesem vierten Spiel den Phase 2 gewählt und er hat gut daran getan, denn 289 ist ein sehr gutes Ergebnis. So, im Spiel 5, 225, da hat er auch wieder 10 Strikes gemacht, allerdings sind zwei Open Frames, hat er leider stehen lassen. Im vierten hat er den 10er verpasst und dann im neunten hat er einen riesen Split stehen gelassen, da hat er nur einen 4er Anwurf gehabt, obwohl der Ball erst, er kam nicht schlecht, aber irgendwie dann zu früh reingekommen und dann, ja, wie soll ich sagen, 4 und dann 3, ja, was willst du machen? Und dann nochmal 3 Strikes im Abschluss waren 225. Dafür war das sechste Spiel wieder besser, hat er 257 gespielt. Und nach dieser ersten 6er Serie hat er einen Schnitt gehabt von 227 und ein paar zerquetschte. Und er hatte fast die 800er Serie geknackt. Also wenn er diese 225 ein paar Bälle besser gebracht hätte, also zumindest ein, zwei Spares mehr, dann hätte er diese 800er Serie geschafft, aber hat er leider verpasst um 29 Pins. Hört sich zwar viel an, aber 771er Serie ist gar nicht mal schlecht. Genau, das siebte Spiel dann mit 206, dann ein 190er Spiel. Also er hatte von 12 Spielen, glaube ich, nur 3 unter 200. Genau, 206, dann 190, 216, 185, 218 und 244. Damit hat er nach 12 Spielen 86 Strikes gemacht mit einer Quote von 62%. 32 Spares, 26%. 8 Splits hat er gestehen gelassen, davon leider nur einen geräumt. Und jetzt kommt's, ein Durchschnitt von 218,5. Das kann ich doch sehen lassen. An einem Sonntag, wo relativ viel los war. Heute war auf der Bahn Nummer 12. Jawohl. Und der nächste Strike mit dem Crooks Prime für Schlitzauge. So, wie viel hat er jetzt? 153 aktuell auf dem Konto. Und wie gesagt, er möchte das erste Spiel natürlich toppen. Wie gesagt, die Konkurrenz schläft nicht. Da hat, glaube ich, schon jemand die 300 gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Man weiß es nicht genau. Genau, ja, was soll ich denn sagen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, nächste Woche ist dann wieder Ligaspiel. Nächste Woche Sonntag in 7 Tagen auf der Max Bowling. Also ich bin mir nicht sicher, wie Schlitzauge dann performen wird. Wir wissen es, er hat große Probleme, wenn er auf Bahnen gastiert, wo er nicht so häufig da ist. Und ja, das wird ihm meistens zum Verhängnis, denn da blamiert er sich meistens. Denn da läuft der Ball ganz anders als wie hier auf der Hollywood Bowling. Und nein, leider keinen Strike gesteckt. Ja, wir sind... Gerade sind mir die Themen ausgegangen. Ich hoffe, Sie können es verzeihen, dass ich gerade nicht so viel rede. Oder vielleicht freuen Sie sich, dass ich jetzt gerade nicht mehr so viel zu erzählen habe. Man weiß es nicht ganz genau. Also vorhin habe ich mir einige Sachen ausgedacht, aber jetzt im Moment... Ich kann Ihnen leider nicht viel erzählen. Ich habe die meisten Sachen schon angesprochen, die ich erzählen wollte. Nee, gerade fällt mir nicht sein. Deswegen, ich nehme mal ganz kurz einen Schluck aus dem Red Bull. Denn es gibt eine neue Winter Edition, Spekulatius Kirsch. Letztes Jahr, glaube ich, hat er noch, oder genau, der Kommentator, also ich jetzt, hat hier die andere Winter Edition noch getrunken, mit Zimt, glaube ich, war drin. So, weiter mit dem Crooks Prime. Für Schlitzauge. Und der kam etwas zaghaft auf die Nase geschossen, trotzdem den Brooklyn Strike mitgenommen. Er ist ein begeistert C. Ach genau, mir ist eingefallen. Bin mir nicht sicher, ob ich es gestern schon erwähnt habe. Jason Belmonte, letzte Woche Samstag, konnte seinen 12. Major-Sieg einfahren und das erste Mal den US Open-Titel gewinnen. Und jetzt hat er halt nicht den SummerSlam, sondern den SuperSlam erreicht. Er ist erst der zweite Spieler, der eben diesen Super Slam gewinnt, sprich jeden Major einmal geholt. Ich glaube, Mike Orby war es, der es zum ersten Mal geschafft hat. So, Jason Belmonte hat jetzt sozusagen auch den US Open in der Tasche. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war ihm wichtiger als der 12. Major-Title. Also hat er schon zwei mehr als Pete Webber und eben dieser Mike Orby, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob er... Nee, war es Mike Orby? Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall, Pete Webber hat 10, also die zweitmeisten. Belmonte jetzt mit 12. Und letzte Nacht hat Jasper Svensson mal wieder einen Titel gewonnen. Konnte sich gegen Sean Maldonado, den Candyman, durchsetzen im Finale.
Also, wie gesagt, man hat nicht mehr viel gehört in letzter Zeit von ihm, aber er hat gut gespielt. Also, er war der Number 2 Seed, glaube ich, und konnte dann, glaube ich, im zweiten Spiel gegen Nick Pate, konnte ihn eliminieren mit 257 zu irgendwas, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es gerade nicht aufgeschrieben und notiert, aber wie gesagt, Svensson endlich mal wieder einen Titel gewonnen. Und auch kann den nächsten Titel gewinnen mit Kyle Troop im Mark Roth und Marshall Holmans Double Turnier, das wissen wir. Jedes Jahr gibt es dieses Double Turnier eben. Und da ist auch dieser Jasper Svensson mit seinem Uretanball zugegen und möchte auch wieder auf den Number One Seed mit Kyle Troop mal wieder einen Doubles-Titel gewonnen. Denn 2017 konnten eben beide schon mal diesen Titel einheimsen. So, welche Mannschaften sind dabei? Also Number 2 Seed, glaube ich, Marshall Kent und EJ Tackett. Also dem würde ich natürlich auch gönnen. Und auch einen Schlitzauge gönnt sich auch gerade. Der nächste 9 Anwurf, oder? Ja, er darf. Wir sind im 10. Frame, glaube ich, deswegen darf er nochmal. Wer ist noch dabei? Ich glaube, Oscar Palermo, dieses Mal mit Jacob Butruff. Anthony Simonson mit Dominic Barrett. Und wen haben wir noch auf dem Feld? Eine Mannschaft fehlt noch. Also ich weiß, dass Bill O'Neill und Jason Mamonte es dieses Jahr nicht geschafft haben. Ich glaube, mit 3 Pin haben sie die Top 5 verpasst. Leider Gottes. Naja, Bermo muss ja nicht immer gewinnen. Auch Bill O'Neill hat vor 2 Wochen, glaube ich, seinen 2. Major-Title geholt. Nach über 10 Jahren mal wieder. Und ein schöner Strike mit dem Crooks Prime für ihn. Wie gesagt, den Omega Crooks, den möchte er natürlich auch noch haben. Ja, wir wissen es noch nicht genau, ob er Astros für sich jetzt bestellt ist oder nicht. Ich hoffe nicht, dann kann ich den Omega noch nehmen. Denn mit dem hat er auch Chris Prater letztens seinen 1. Major-Title geholt. Da hat er wirklich sehr gut gespielt. Ja, wie gesagt, das 5. Team fällt mir gerade nicht ein. Ja, egal. Wir werden es ja sehen. Vielleicht kann ich beim 3. Part dann nachreichen, die Informationen. Wenn sie das wünschen. Obwohl, wahrscheinlich hören sie eh nicht zu, was ich hier eigentlich die ganze Zeit quatsche, fast eine halbe Stunde lang. So, und gibt es den nächsten Try für Schlitzauge? Nein, leider nicht. Dennoch, er konnte sich nochmal steigern zum ersten Spiel. 241 konnte er hier erzielen. Oh, Coach Fritz, nicht gut dabei. 106 erst nach 9 Frames. Aber Steffi hat sich wieder gesteigert. Bin sicher, sie wird nochmal sich um nochmal die 177 überbieten können vom ersten Spiel. Da bin ich mir relativ sicher. Nur Coach Fritz bleibt hier auf der Strecke. Und nein. Und da doch. Einer fällt noch. Ist es der Strike? Man weiß es nicht ganz genau. So, erstmal einen Schluck aus der Pulle. Genau, und ja, heute habe ich ja das 300. Spiel verpasst, im 4. Spiel. Und dann habe ich im 5. Spiel ja mit 3 Strikes wieder begonnen. Und dann ist der im 4. Frame der 9er stehen geblieben, also der 10er stehen geblieben, der 10er Pin. Und es hat auch eine Schwiegermutter. Coach Fritz souverän geräumt. Darf also nochmal einmal werfen in dem 2. Spiel. Genau, nach dem 4. Frame im 5. Spiel, den er offen gelassen hat, da wollte sich Mr. Schlitzauge irgendwie umdrehen und auf einmal hat er sein Spezi umgekippt. Also das halbe Glas wurde somit umgekippt und dann ist alles auf die Bowlingtasche, in die Bowlingtasche. Und außenrum natürlich auch alles nass geworden. Also das war nicht so schön anzusehen. Aber er hat deswegen nicht irren lassen und konnte trotzdem, wie ich vorhin erwähnt hatte, einen guten Schnitt spielen heute an diesem heutigen Tag. Genau, die Tasche wurde inzwischen auch natürlich ausgewaschen. Und ist bereits draußen auf dem Balkon zum Abtrennen gelagert worden. Und Steffi, jawohl! Strike für sie. Sie kann also noch ein paar Punkte gut machen hier. Ich weiß nicht genau, wie viel sie jetzt hat, aber wir werden es natürlich dann gleich erfahren. Das ist ganz klar, dieses Bulli-Universum. Ja, wie gesagt, morgen geht es dann wieder zur Arbeit, leider Gottes, aber Mittwoch eventuell fährt er dann doch vielleicht auch zum Abtrennen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden es sehen. So, Steffi. Kommt er gut in den Brooklyn rein? Gibt es den nächsten Strike? Jawohl! Tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Punkte hat sie denn jetzt auf dem Konto? Und jetzt können wir es besser sehen. 183, jawohl. Sie kann also noch über 190 machen. Das wäre eigentlich ihr Rekord. Ich bin mir nicht sicher, aber wie gesagt, das ist hier
mit dem Achter anwürfen, das ist natürlich nicht so. Natürlich kann ich schlechte Leistung, warum nicht reden, aber der kommt nicht so gut rein. Nein, hätte sie auf jeden Fall die 190 mitnehmen können, aber leider nicht. 186, das kann ich trotzdem sehen lassen. Also 241 Schlitzauge, 135 Kurzschluss, das geht besser. Und 186 für Steffi. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im dritten Part des Polyuniversum. So. Und ich glaube, ja, wir sehen es jetzt. Sie kann 300 spielen auf der 17. Sie hat natürlich auch das Wiesenturnier letztes Mal schon gewonnen, letztes Jahr 2019. So, 300 auf das erste 300 an diesem Abend. Also tschüss, bis dann, liebes Polyuniversum. Wir sehen uns.